schlafen bis jetzt. Mami will jetzt ein bisschen drehen. Die muss jetzt ihren Lesemonat noch drehen. Müssen wir liegen bleiben? Oh, voll um. Bleib liegen. So, und ich würde sagen, während Milo hier noch eine Runde chillt, fangen wir mal mit dem Lesemonat für September an. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. So, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich weiß gerade nicht, wie ich so arbeiten soll. Der kleine Schatz hier möchte gerade gestreichelt werden. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den E-Books und ich blende sie euch hier einfach ein. Und ich versuche jetzt euch halbwegs zu erzählen, worum es in diesen Büchern geht, auch wenn der kleine Stinky hier mich ablenkt. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit Live und Lie von Dennis Schwark und Katja Hemken-Trokrax oder wie auch immer. Ich kann ihren Namen leider immer noch nicht aussprechen. Live und Life, die Wurzeln des Schicksals, wurden von den beiden zusammengeschrieben im Urlaub und die beiden haben damit am Digitales Schreibwettbewerb teilgenommen. Und ich darf die beiden ja auf der Buchmesse quasi interviewen zu Live und Life und ja, wenn dieses Video online geht, ist das schon vorbei, weil dieses Video geht ja am Messesonntag online und ich habe die Veranstaltung am Messesamstag. Also ja, ist diese Veranstaltung jetzt schon vorbei, wenn dieses Video online geht. Worum geht es aber an Liv und Life? Liv und Life ist ein Jugendbuch und es geht um Liv. Also eigentlich heißt sie Olivia, wird aber von ihren Freunden und ihrer Familie immer nur Liv genannt. Und Liv hat gerade Sommerferien und es läuft gerade alles ziemlich gut bei ihr. Und ja, eines Tages hat sie dann einen Fahrradunfall mit Life. Life ist bei ihr auf der Schule und die beiden können sich nicht so richtig leiden. Und ja, Life ist aber schuld an dem Unfall und deswegen soll er die Fahrradreparatur von Olivia bezahlen. Und so verabreden sich die beiden für den nächsten Tag. Und ja, ab diesem Moment passieren ziemlich merkwürdige Dinge, denn jedem, dem Liv das erzählt, was sie mit Life erlebt hat, der tut das alles so ab, so, ja, mein Gott, passiert halt, oder wer ist dieser Life schon und vergiss ihn doch einfach und lass doch einfach gut sein. Und Liv versteht da irgendwie die Welt nicht mehr, was da bei ihrer Familie und ihren Freunden halt auch so abgeht und kann das irgendwie auch alles nicht so 100% nachvollziehen und ja, trifft sich dann am nächsten Tag mit Life und es passieren sehr seltsame Dinge. Und da sie das sehr merkwürdig alles findet, erzählt sie das Life und stellt ihn da zur Rede. Zeit später muss auch Life merken, dass irgendwie nichts mehr so ist, wie es einmal war und alles irgendwie sehr kurios ist. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch nicht verraten. Ich habe ja gesagt, im Lesemonat fasse ich mich immer ein bisschen kürzer. Ich kann nur sagen, dass die nordische Mythologie in dieser Geschichte noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und jeder, der die nordische Mythologie gut findet oder sich damit mal beschäftigen möchte, sollte sich das Buch auf jeden Fall mal angucken. Ich kann nur sagen, dass ich am Anfang des Buches ein bisschen verwirrt war, denn wir fangen mit diesem Buch an mit einer Geschichte in der Geschichte. Und zwar, Gesundheit. Und zwar tut Life Geschichten aus der Edda aufschreiben. Und wir beginnen hier mit Ragnarök, also der Götterdämmerung, mit dieser Geschichte zu Beginn des Buches. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, hä? Was ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt hier los? Und ja, als ich dann aber rausgestellt habe, dass das halt eine Geschichte in der Geschichte ist, die Life gerade erzählt, war das dann auch alles für mich wieder schlüssiger. Ich kann nur sagen ansonsten, dass mir die Geschichte im Großen und Ganzen gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut. Ich hatte allerdings mit den Charakteren, also speziell mit Life, so ein bisschen meine Probleme. Life war mir an sehr vielen Stellen sehr unsympathisch. Und ich habe mir immer nur gedacht, boah, Mädchen, du bist ohne den 1000-mal besser dran. Kannst du den unterwegs nicht irgendwo auf der Strecke verlieren oder so. Du brauchst den echt nicht. Du bist so ein tapfes Mädel, du brauchst den nicht. Und ja, das fand ich so ein bisschen schade, dass ich Life hier als Hauptcharakter irgendwie so nicht mochte, denn eigentlich sollte man die Hauptcharaktere ja schon mögen, aber wie gesagt, Life war da so überhaupt nicht mein Fall und ich habe halt wirklich immer nur gedacht, dass sie ohne ihn besser dran wäre. Ansonsten, was das ganze Drum und Dran in diesem Buch betrifft, fand ich das sehr interessant und sehr spannend. Also wir haben hier zum einen Fantasy-Elemente in dieser Geschichte mit drin. Also Liv und Life sind dann auf einer Reise im weiteren Verlauf dieser Geschichte und sind dann quasi in einer Fantasy-Welt, nicht mehr in unserer Welt. Und das fand ich sehr spannend und sehr interessant. Das konnte ich mir auch alles relativ gut vorstellen. Also es gab an der einen oder anderen Stelle so ein paar Dinge, wo ich so gedacht habe, ich weiß jetzt gerade nicht, was die Autoren uns hier gerade erzählen möchten. Ich kann mir das jetzt gerade nicht so gut vorstellen, aber das fand ich jetzt auch nicht so ultra dramatisch. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, dass Liv und Life ein Jugendbuch mit einem etwas anderen Ansatz einfach mal ist, weil wir hier die nordische Mythologie haben und ich persönlich habe Bücher noch nicht so wirklich gesehen mit nordischer Mythologie. Also ich weiß, der Rick Riordan schreibt ja die Magnus Chase-Reihe, ich glaube. Da geht es ja auch so ein bisschen mit um die nordische Mythologie.
kann jetzt auch sein, dass ich mich total irre. Also, falls ich mich irre, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber ja, ansonsten hat man ja eher immer so die griechische Mythologie. Und deswegen finde ich, ist das Buch hier sehr, sehr spannend im Ansatz. Und ja, schaut euch Live on Life auf jeden Fall mal an. Falls ihr ein Jugendbuch lesen möchtet, was nur so ein bisschen anders ist, auch vom Ansatz her. Und ja, mehr kann ich zu Live on Life eigentlich auch gerade nicht sagen. Machen wir weiter mit dem zweiten E-Book, was ich gelesen habe im September. Und zwar war das Keep Calm and Wait for Your Fate von der lieben Sina Keil. Sina Keil ist auch Booktuberin und ihr Kanal ist von Wörtern gefesselt. Ihr kennt sie vielleicht. Und ja, Sina hat ihr erstes Buch jetzt rausgebracht im Oktober. Und ich durfte dieses Buch vorab schon mitlesen. Ich habe das Buch auch damals mit Test gelesen bei ihr. Und ich war so ein bisschen auch bei dem Entstehungsprozess mit da dabei, weil Sina und ich, wir sind ja auch befreundet. Und es war halt auch wirklich cool mitzukriegen, wie dieses Buch entstanden ist. Und Sina hat da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und wahnsinnig viel Herzblut. Aber ich erzähle jetzt erstmal, worum es in Keep Calm and Wait for Your Fate eigentlich geht. In dieser Geschichte geht es um Lynn. Und Lynn ist Single, wohnt in Essen, hat eine kleine Katze namens Herbie und ist mit ihrem Leben eigentlich im Großen und Ganzen auch so zufrieden. Es gibt so immer mal das ein oder andere, was sie doof findet und was halt gerade nicht so gut läuft, aber das haben wir ja alle. Ich glaube, das kann jeder auch nachvollziehen. Und ja, Lynn ist halt Single und würde das halt einfach gerne ändern. Und sie wird dann durch ihre beste Freundin Janine bestärkt, doch nochmal diese Dating-Apps auszuprobieren. Und ja, das macht sie dann auch. Und ja, versucht dann halt Mr. Right zu finden in diesen Dating-Portalen und ob ihr das gelingt oder halt auch nicht, das ist es im Endeffekt, worum es in Keep Calm and Wait for Your Fate eigentlich geht. Und ich kann nur sagen, dass dieses Buch eine wirklich süße Liebesgeschichte ist. Es ist eine Geschichte, die sehr, sehr zeitgenössisch ist, ja, so hatte ich es in meinem Video genannt, also auch von der ganzen Artikulation und Ausdrucksweise ist es alles sehr, sehr aktuell. Also wir haben hier Aussprachen und Ausdrücke mit drin, die man auch so im alltäglichen Sprachgebrauch mit verwendet. Ich hatte auch so ein, zwei kleine Schwierigkeiten mit der Geschichte. Ich fand, das Ende war jetzt nicht 100% meins. Ich fand diesen großen Konflikt am Ende, ich finde, der hätte einfach vermieden werden können. Das hängt aber auch bei mir damit zusammen, das hatte ich in meiner Rezi auch gesagt, dass Lynn und ich zwei komplett unterschiedliche Charaktere sind. Also wir sind uns überhaupt nicht ähnlich, so gar nicht. Und wir sind grundsätzlich verschieden und dadurch entscheidet sie auch viele Sachen ganz, ganz anders als ich und geht an viele Dinge ganz, ganz anders heran. Und ja, dadurch, wie gesagt, konnte ich das Ende halt auch einfach nicht verstehen, weil ich mich da ganz, ganz anders verhalten und entschieden hätte. Und ja, das war halt so ein bisschen die Schwierigkeit bei mir mit dem Buch. Ansonsten, was die Charaktere betraf, fand ich ihre beste Freundin Janine wirklich cool und auch ihr bester Freund Steven, der hat mir richtig gut gefallen. Der war so ein toller, sympathischer Charakter und ja, auch Noah war in dieser Geschichte richtig toll. Der hat mir auch gut gefallen und auch alle anderen Charaktere haben ihre Rollen super gespielt und ja, ich kann nur sagen, dass Keep Calm and Wait for Your Fate eine wirklich süße, niedliche Liebesgeschichte ist, die man auf jeden Fall mitlesen sollte, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Kitsch und Schmalz steht, denn das ist nicht Sina. Sina ist nicht so overkitschy und overschmalzy, sondern Sina schreibt dann lieber klar auf den Punkt und ist so ein bisschen keck. Und wenn euch sowas gefällt, schaut euch das Buch auf jeden Fall mal mit an. So, und jetzt ist mein Akku leer und ich müsste den Akku wechseln. Dafür müsste ich jetzt aber aufstehen. Aber der Kleine, seht ihr das? Der genießt das hier gerade. Ich möchte jetzt gerade nicht aufstehen. Verdammt, ich bin gerade voll in einer Zickmühle. Oh, Mann, oh. Ja, hilft ja alles nicht. Wir wollen ja weiter drehen, deswegen bis gleich. So, ich habe den Akku gewechselt und da bin ich wieder. Milo hat sich inzwischen nach da drüben verkrümelt. Der hatte keinen Bock mehr jetzt. Ein E-Book habe ich jetzt noch und zwar habe ich im August und auch Anfang September schon das neue Buch von der lieben Nikki Kiso mitgelesen. Und zwar ist das der erste Teil der Rock and Love Me Reihe und zwar Blake. Und ich darf euch das Buch heute schon mit vorstellen, auch wenn Blake erst am 2. November erscheint. Man kann dieses Buch auch allerdings schon vorbestellen. Also falls ihr Fans von Nikki in Büchern seid und ihre Geschichten genauso sehr mögt wie ich, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Wie gesagt, erscheint tut es am 2. November. Im ersten Teil der Rock and Love Me Reihe Blake geht es um Blake. Blake ist der Frontmann und Leadsänger der Band Remember Tonight und sein größter Traum war es immer mit seiner Band richtig, richtig groß rauszukommen und ja,
so wie es aussieht, haben sie das geschafft. Denn sie wollen ein Musikvideo produzieren und sie haben einen Plattenvertrag ergattern können. Und es sieht momentan alles richtig, richtig gut aus für Blake und seine Band. Und ja, das ist die eine Seite dieser Geschichte. Auf der anderen Seite dieser Geschichte haben wir Sarah Ann. Und Sarah Ann arbeitet in der Bäckerei ihrer Familie und schreibt nebenbei Romane. Und ihr großer Traum ist es, eines Tages vom Schreiben leben zu können. Und ja, Sarah Ann und Blake treffen eines Tages aufeinander in einer eher unschönen Situation und lernen sich dann kennen. Und die beiden haben dann eine sehr, sehr intensive Zeit miteinander, sage ich jetzt einfach mal. Also jetzt nicht, was das Sexuelle oder so betrifft, das klang jetzt irgendwie so. Nein, also sie lernen sich kennen und merken eigentlich gleich, dass es zwischen den beiden irgendwie gefunkt hat. Also, dass da irgendwas ist zwischen ihnen. Und ja, dann trennen sich die Wege der beiden allerdings wieder und es vergehen, ich glaube, 2 oder 3 Jahre. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich glaube, 3 Jahre. Waren es 3 Jahre? Boah, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich glaube, es vergehen auf jeden Fall 2 bis 3 Jahre. Und in dieser Zeit ist natürlich einiges passiert. Remember Tonight hat den großen Durchbruch geschafft. Sie sind inzwischen eine sehr, sehr bekannte Rockband und haben immer so einen kleinen Konkurrenzkampf mit einer anderen Rockband. Und ja, Sarah Ann arbeitet weiterhin in der Bäckerei ihrer Eltern. Und eines Tages ist es so, wie das Schicksal es so will, dass sie und Blake sich wieder begegnen. Und ja, was mit den beiden dann alles passiert und was alles noch so da dahinter steckt, das ist es so im Groben und Ganzen, worum es in Rock and Love Me Blake geht. Und ich kann nur sagen, dass diese Geschichte eine richtig, richtig süße Liebesgeschichte ist. Es ist auf jeden Fall ein Jugendbuch, also es können auf jeden Fall auch jüngere Leute lesen. Es gibt keine erotischen Szenen in dieser Geschichte. Das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal angemerkt haben, weil viele heutzutage, glaube ich, gerade bei diesen Rockstar-Geschichten immer davon ausgehen, dass es so eher Bücher für Ältere sind. Aber nein, Niki schreibt Jugendbücher und auch diese Geschichte ist ein Jugendliebesroman und ja, auch auf jeden Fall für jüngere Leute geeignet. Ja, und wie gesagt, wir begegnen dann in dieser Geschichte Sarah Ann und Blake und wir lesen dieses Buch auch aus der Sicht von beiden und noch aus der Sicht von einer dritten Person. Das möchte ich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht verraten, wer das genau ist. Und ich finde das sehr, sehr cool und ich finde das sehr, sehr gut, dass wir die Geschichte aus der Sicht von beiden lesen, weil man sich dadurch gut in beide hineinversetzen kann. Man weiß zum einen auch immer, was bei dem anderen gerade los ist, auch wenn die beiden jetzt nicht zusammen sind. Denn dadurch, dass Blake ja ein Rockstar ist, ist er natürlich auch sehr, sehr viel unterwegs und an sehr, sehr vielen verschiedenen Orten. Und ich finde, das bringt halt die richtige Dynamik in diese Geschichte, weil man halt so nicht immer nur sieht, was macht Sarah Ann, was macht Sarah Ann, was macht Sarah Ann und ja, die wartet jetzt, dass sie Blake wieder trifft. Man sieht dadurch halt auch, was in seinem Inneren und seinem Gedanken so vor sich geht. Und das fand ich richtig gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich gut, dass Niki das so gemacht hat, weil dadurch ist es auch nicht langweilig geworden in dieser Geschichte. Und wie gesagt, mit dieser dritten Person, die hier noch ein paar Kapitel bekommt, aus deren Sichtweise man das liest, das finde ich auch richtig cool. Ich finde, das hat das Ganze so komplementiert. Es hat seinen Grund, warum wir diese dritte Person in dieser Geschichte lesen. Das möchte ich jetzt allerdings an dieser Stelle nicht verraten. Nee, das verrate ich euch jetzt nicht an dieser Stelle. Ansonsten kann ich nur sagen, dass mir die Geschichte gut gefallen hat. Ich mochte den Verlauf der Geschichte. Ich fand es cool, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich war ja quasi beim Entstehungsprozess in dieser Geschichte mit da dabei. Und ich habe mit Niki auch das ein oder andere Mal über bestimmte Sachen diskutieren können und ihr gesagt, nein, ich finde das nicht gut, wenn das so ist. Und sie so, doch. Und ich so, nein. Und sie so, doch. Und ich so, nein. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch für Niki halt auch Test zu lesen. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass mir die Geschichte richtig gut gefällt. Es ist auf jeden Fall ein cooles Jugendbuch und ja, Rock und Love Me Blake, schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr gerne so Rockstar-Geschichten lest, auch halt auch so für Jüngere. Ne? Also die Zielgruppe in diesem Buch ist definitiv Jugend und nicht eigentlich, wie ich so Mitte, Ende 20, Anfang 30. Es könnte sein, dass, wenn Ältere das lesen, das zu jugendlich finden. Deswegen möchte ich es an dieser Stelle auch einfach 1000-mal erwähnt haben, dass dieses Buch ein Jugendbuch ist. Dass ihr einfach nicht mit den falschen Vorstellungen auch an diese Geschichte rangeht. Ansonsten kann ich wirklich sagen, dass diese Geschichte mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde, Niki hatte da super süße Ideen für den Verlauf der Geschichte und auch die Wendungen, die sie eingebaut hat. Das fand ich richtig süß. Und ja, schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ich kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch auch zu lesen und auch beim Entstehungsprozess dabei zu sein. Das fand ich richtig, richtig cool. Und ja, schaut euch das Buch an. Wie gesagt, erhalten könnt ihr es ab dem 2. November. Ja, mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen, außer schaut euch das Buch unbedingt an. Ich verlinke es euch wie immer unten in der Infobox. Das waren die E-Books, die ich gelesen habe. Kommen wir jetzt zu den richtigen Büchern und ich habe die jetzt auch wieder nicht richtig sortiert. Ich greife einfach jetzt von oben einfach zu und halte euch die Bücher in die Kamera. Und das erste Buch ist One Love von Lauren Blakely.
Und One Love ist auch wieder eine richtig, richtig süße Liebesgeschichte. Dieses Buch ist nicht wirklich dick. Also es hat so um die 200 Seiten und es ist so ein ideales Buch für so einen entspannten Lesenachmittag auch einfach. Und in dieser Geschichte geht es um Penny. Und Penny trifft nach 10 Jahren ihre erste große Liebe Gabriel wieder. Und sie weiß nicht so richtig, was sie von diesem Treffen halten soll. Sie ist auch sehr, sehr nervös, weil sie nicht weiß, wie wird er reagieren, wenn er sie sieht. Und ja, dieses erste Treffen läuft dann so ganz, ganz anders, wie sie sich das vorgestellt hat. Und Penny ist daraufhin auch sehr, sehr enttäuscht, denn sie hat es nie so richtig verwunden, dass er sie vor 10 Jahren hat einfach stehen lassen. Die beiden wollten in New York sich wieder treffen und dann ein neues Leben zusammen beginnen. Und Gabriel ist nicht aufgetaucht und hat sich danach nie wieder bei ihr gemeldet. Und ja, seine Reaktion jetzt verletzt sie auch noch sehr. Und ja, was mit Penny und Gabriel alles in dieser Geschichte passiert, das ist es, worum es in One Love geht. Ich kann nur sagen, dass es eine richtig, richtig tolle, süße Liebesgeschichte ist mit zwei wirklich tollen Charakteren und ja, das ist so eine Geschichte, wie das Leben sie schreibt und ich fand die Geschichte einfach wirklich süß und wirklich toll. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen, genau wie den ersten Teil One Dream. Ich finde die Geschichten von Lauren Blake, die sind wirklich immer so ganz einfache, lockere, leichte, zuckersüße Liebesgeschichten für so einen entspannten Lesenachmittag. Wie gesagt, die Bücher sind von ihr auch nicht immer sehr, sehr dick. Und ja, ich kann euch One Love auf jeden Fall nur empfehlen. Schaut es euch auf jeden Fall an. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Dann habe ich im September schon noch ein kleines Jahreshighlight, was die Liebesgeschichten betrifft, auf jeden Fall mitgelesen. Und zwar war das Day von Helena Hunting. Dieser Geschichte ist mir die letzten Wochen nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also, ich muss dieses Buch mal kurz abstellen, sonst fuchtel ich wieder zu sehr damit rum. So, also diese Geschichte ist mir definitiv nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich finde diese Geschichte einfach so, so toll. Dieses Buch ist so witzig, das ist genau mein Humor. Also die Autorin trifft da, was das betrifft, echt voll meinen Geschmack. Und ja, ich fand dieses Buch einfach wirklich, wirklich toll und so süß und so lustig. Und ach, es ist einfach eine so, so tolle Liebesgeschichte. Und ich kann euch Stay, was das betrifft, auf jeden Fall nur empfehlen. In dieser Geschichte geht es um Ruby. Und Ruby ist gerade quasi obdachlos geworden und weiß nicht so recht, was sie jetzt machen soll. Ruby hat zwar einen reichen Vater, der möchte sie aber bei ihrem Traum, Schauspielerin zu werden, nicht unterstützen und sagt zu ihr, ja, wenn du Geld brauchst, dann komm zu mir, arbeite bei uns in der Firma, da hast du einen Job, da hast du ein regelmäßiges Einkommen und hast diese Probleme nicht. Und Ruby möchte aber ihren Traum einfach nicht aufgeben und bekommt jetzt die Unterstützung von ihrer besten Freundin und die wiederum hat von ihrem Verlobten erfahren, dass dessen Freund und Kumpel quasi für die nächsten 5 Wochen nach London fliegt und einen Haustiersitter braucht. Und die beiden versuchen jetzt irgendwie Ruby als Haustiersitterin zu verkaufen, dass sie auf jeden Fall erstmal unter ist für die nächsten Wochen und sich in der Zeit was überlegen kann und vielleicht ein neues Arrangement an Land ziehen kann und ja, dass sie halt einfach erstmal unter ist und nicht irgendwo auf der Parkbank schlafen muss, auf gut Deutsch. Und ob Ruby diesen Haustiersitter-Job bekommt oder halt auch nicht, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte mitgeht. Und es geht in dieser Geschichte natürlich auch um Ruby und um Bancroft, denn dieser Haustiersitter ist nicht irgendwer, denn Bancroft hat sie auf der Verlobungsparty ihrer Freundin in einem dunklen Flur quasi überfallen und geküsst, weil er sie mit einer anderen verwechselt hat. Und ja, daraufhin ist Ruby halt krank geworden und hat ein Arrangement versemmelt. Und ja, hat halt dadurch dieses Arrangement nicht bekommen und dadurch ist sie natürlich auch pleite und hat natürlich kein Einkommen bekommen. Und dadurch ist Bancroft irgendwie auch so ein bisschen schuld mit an ihrer Lage. Denn Bancroft war krank, als er sie geküsst hat und hatte die Grippe und sie hat sich bei ihm angesteckt durch diesen Kuss. Und allein den Anfang zu lesen, das war schon so... Es war einfach nur mega witzig und es war wirklich toll gemacht und diese Geschichte ist wirklich toll gemacht und die Autorin, wie gesagt, trifft auf jeden Fall voll meinen Humor und Ruby ist so eine richtig tolle, teilweise auch sehr, sehr tollpatschige Protagonistin, also die tritt wirklich das ein oder andere Mal definitiv ins Fettnäpfchen, aber sie ist eine sehr, sehr liebenswerte Person und auch Bancroft ist wirklich richtig toll, er ist so ein... Das ist wieder so ein heißer Mann, ne? So mit sehr viel Verständnis, der sehr, sehr liebevoll ist, natürlich extrem gut aussieht und ja. Also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an. Ihr verpasst sonst echt was, wenn ihr dieses Buch nicht lest. Und ich freue mich auf den zweiten Teil, der heißt Keep. Und den werde ich auch auf jeden Fall lesen. Ich glaube, da geht es um ihre beste Freundin im zweiten Teil. Ich bin mir gerade nicht so 100% sicher. Ich habe es letztens aus irgendwo gelesen. Aber ich werde dieses Buch auf jeden Fall lesen, denn wie gesagt, Stay war einfach so gut und so toll und so lustig. Und dieses Buch geht mir einfach seit Wochen nicht mehr aus dem Kopf. Immer wieder habe ich so, manchmal kennt ihr das, wenn ihr manchmal so einfach so vor euch hin denkt und dann kommen euch so bestimmte Dinge in den Kopf und bei mir kamen halt immer mal wieder so Szenen aus diesem Buch in den Kopf, die einfach mega lustig gewesen sind und ja,
Also ich kann euch Stay, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Schaut es euch an, ihr habt sonst echt was verpasst. Das nächste Buch, was ich im September noch mitgelesen habe, wird auf jeden Fall wieder ein Jahreshighlight. Und zwar das Gold der Krähen von Leigh Bardugo. Ich habe ja den ersten Teil letztes Jahr, das Lied der Krähen, schon extrem gefeiert. Und auch das Gold der Krähen steht dem ersten Teil, finde ich, in nichts nach. Ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. Ich liebe die Welt, ich liebe die Charaktere, ich liebe das Ganze drum und dran. Im zweiten Teil dieser Reihe geht es immer noch um Cass und seine Krähen. Und Cass und seine Freunde müssen jetzt hier quasi mit den Konsequenzen klarkommen, die am Ende vom ersten Teil sich aufgetan haben. Also das sind Dinge passiert, die so nicht geplant waren. Es war wirklich ein richtig fieses Ende am Ende vom ersten Teil. Und wie gesagt, Cass und seine Freunde müssen jetzt hier irgendwie gucken, wie sie sich aus dieser Misere, wohin sie sich da reinmanövriert haben, irgendwie wieder rausholen. Und Leigh Bardugo hat es bei diesem Buch einfach wieder geschafft, dass nichts so ist, wie es scheint. Und das fand ich im ersten Teil schon so mega gut, dass man als Leser so keine Ahnung hatte, was hier eigentlich gerade abgeht. Und das hat sie im zweiten Teil auch wieder mega, mega genial umgesetzt. Und ich liebe das Gold der Krähen. Ich kann zum Inhalt hier nicht wirklich was sagen, wie gesagt, weil es der zweite Teil ist. Und ich möchte nichts verraten, sonst spoile ich euch noch auf den ersten Teil. Und das wäre blöd. Ich kann nur sagen, dass das Gold der Krähen wieder eine richtig, richtig tolle Geschichte gewesen ist. Mit einer wahnsinnig tollen Welt, mit mega guten Charakteren, mit einem wahnsinnig tollen Schreibstil. Wie gesagt, man wird immer wieder auf die falsche Fährte gelockt. Es ist kein einfacher Schreibstil, das möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach einmal angemerkt haben. Dieses Buch ist auch kein Jugendbuch, es ist, glaube ich, eher ab 16 empfohlen. Es ist von seiner ganzen Herangehensweise und Art und Weise und Satzbau und allem und auch Denkweise, was man in diesem Buch muss man auf jeden Fall mitdenken, das ist halt eher schon so für Ältere gemacht. Also es ist keine lockere, leichte, einfache Geschichte, das definitiv nicht. Man muss auch beim Lesen hier echt extrem aufpassen, sonst kommt man nicht mehr mit hinterher. Und ja, ich kann nur sagen, dass das Gold der Krähen wieder eine wahnsinnig tolle Geschichte gewesen ist. Ich liebe einfach die Charaktere, ich liebe die Welt, ich finde das Ganze drum und dran einfach nur mega cool. Ich fand die Handlung in diesem Buch wieder mega gut. Ich fand das Ende einfach nur richtig, richtig gut gemacht. Und ja, Leigh Bardugo hat es einfach drauf, was das betrifft, Bücher zu schreiben. Ich habe jetzt diesen Monat noch Die Sprache der Dornen, die ich lesen kann. Das ist eine Legenden- und Märchensammlung aus der Welt der Grisha. Da freue ich mich schon sehr drauf, nochmal in diese Welt zurückkehren zu können, auch wenn es nur Legenden und Märchen sind. Und ja, da werde ich euch auf jeden Fall auch berichten, wie es mir gefallen hat. Aber ich kann nur sagen, dass das Gold der Krähen definitiv wieder ein Jahreshighlight für mich gewesen ist. Ich kann euch diese Reihe wirklich immer wieder nur empfehlen. Lest diese Bücher, sie sind so extrem unglaublich gut. Dann habe ich im September mal noch eine Reihe beendet, und zwar eine Dilogie. Und zwar habe ich gelesen Auf immer gefangen. Das ist der zweite Teil der Königreich der Wälder. Es gibt im Englischen einen dritten Teil, das ist aber eher ein Spin-off zu dieser Reihe, denn im dritten Teil geht es um einen Charakter hier aus dieser Geschichte auch, der bekommt da quasi seine eigene Geschichte, gehört aber wie gesagt im Prinzip nicht direkt mit zu dieser Story. Deswegen ist diese Reihe mit dem zweiten Band auf jeden Fall abgeschlossen, nur falls ihr euch jetzt wundert, warum es im Englischen einen dritten Teil gibt und ich sage, dass die Reihe hier beendet ist. Ich kann nur sagen, dass mir Auf immer gefangen, genau wie der erste Teil letztes Jahr Auf immer gejagt, wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand die Charaktere toll, ich mochte die Welt, ich fand das Ganze drum und dran in dieser Geschichte einfach nur richtig, richtig gut. Ich fand es gut, wie sich das Ganze im zweiten Teil entwickelt hat. Das hatte hier doch mal eine komplett andere Wendung dann auch genommen. Das Ende vom ersten Teil hatte ja so einen richtig mega fiesen Cliffhanger. Und ich habe letztes Jahr so gedacht, nein, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Verdammt, 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 was passiert jetzt in dieser Geschichte als nächstes? Es ist eine Mädchen-High-Fantasy-Geschichte. Also die Liebesgeschichte spielt hier schon relativ vordergründig, dominiert aber nicht. Und sie ist aber sehr, sehr wichtig für diese Geschichte, also diese Liebesgeschichte auch. Und hier im zweiten Teil entspinnt sich dann so eine Dreiecksgeschichte und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich fand auch zum Ende hin das Ganze, wie sich das entwickelt hat mit dieser Schlacht und dem Ganzen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann euch die Königreich der Wälder-Reihe wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne so Mädchen-High-Fantasy-Geschichten lest und Jugendbücher lest, dann schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Ich kann hier zum Inhalt nichts sagen, weil dieses Buch auch direkt an den ersten Teil anknüpft. Das Ganze spielt 4 Wochen nach den Ereignissen vom ersten Teil und alles, was ich euch jetzt hier sage, würde euch spoilern. Und das möchte ich in keinster Art und Weise, nicht bei dieser Reihe. Deswegen werde ich jetzt zum Inhalt hier einfach gar nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass mir die Reihe im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den zweiten Teil wieder richtig gut. Und ich möchte einmal anmerken, dass dieses Buch einfach nur mega schön aussieht, auch unter dem Schutzumschlag. Schaut es euch an. Ich finde, ich mache ihn mal kurz ab.
Ich finde, dieses Buch sieht einfach nur mega, mega schön aus ohne Schutzumschlag. Also ich finde es ja cool, wenn die Bücher auch bedruckt sind und nicht einfach nur so blau oder schwarz oder grün oder wie auch immer. Und ja, finde ich richtig, richtig cool, gefällt mir sehr. Und ja, ich kann euch auf Immer gefangen auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr auf Immer gejagt gelesen habt, schaut euch den zweiten Teil auf jeden Fall an. Wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, schaut euch die Reihe auf jeden Fall an. Es ist eine ganz, ganz tolle Jugend-High-Fantasy-Reihe auf jeden Fall. Dann im September noch mitgelesen habe ich Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied von Victoria Schwab. Und mir krabbelt das Auge. Moment. Oh, hier habe ich ein Haar. Ja. Und dieses Buch habe ich mit der Niki zusammen gelesen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder mit Niki zusammen dieses Buch zu lesen. Und ich kann nur sagen, dass mir das Buch im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte richtig cool. Ich fand den Ansatz von dieser Geschichte richtig cool. Das war auf jeden Fall mal was anderes. Habe ich so noch nirgendwo gesehen oder gelesen. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte am Anfang hier so ein paar Startschwierigkeiten mit unserer Protagonistin Kate. Sie war am Anfang sehr, sehr unsympathisch und ich habe mir gedacht so, boah, was bist du denn für eine? Aber je weiter sich die Geschichte entwickelte und so mehr man über sie erfahren hat und so mehr man hinter die Kulissen auch blicken konnte bei ihr, umso mehr hat man sie halt auch verstehen können. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Monsters of Verity, wie gesagt, im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Ich fand die Welt wirklich cool. Ich hätte mir gerne eine Karte gewünscht, die irgendwie von der Stadt. Das hätte mir sehr, sehr geholfen, die Dimensionen dieser Stadt einzufassen. Denn diese Stadt, um die es in diesem Buch geht, Verity, besteht aus 4 Bundesstaaten. Und es wird am Anfang der Geschichte gleich erzählt, dass man 3 Tage braucht, um mit dem Auto vom einen bis zum anderen Ende zu fahren. Und ja, da wäre eine Karte auf jeden Fall hilfreich gewesen, denn unsere Charaktere bewegen sich in dieser Welt natürlich auch in dieser Stadt an verschiedene Punkte. Und das war für mich so ein bisschen schwierig, die Dimensionen so zu erfassen. Und ja, aber ansonsten hat mir das Ganze gut gefallen. Ich fand das Setting cool. Ich fand die Welt cool, in der das Ganze gespielt hat. Dieses Buch ist ja eine Urban-Fantasy-Geschichte. Es gibt ja hier Monster und also ich fand den Ansatz, die Idee, die Umsetzung dieser Geschichte wirklich richtig, richtig cool. Wie gesagt, ich fand die Charaktere am Ende auch wirklich richtig cool. Der Schreibstil von Victoria Schwab ist ein ganz einfacher, lockerer, leichter Schreibstil. Der Schreibstil ist auch spannend, aber so diese richtig krasse Spannung hat sich bei mir irgendwie nicht aufgebaut. Also es war schon spannend, dass man dran geblieben ist, aber dieses, oh mein Gott, was passiert als nächstes? Dieses Gefühl kam bei mir nicht auf und das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil man hätte da, was das betrifft, definitiv mehr rausholen können aus dieser Geschichte. Und ja, aber ansonsten war das Buch wirklich richtig, richtig toll. Der Schreibstil, wie gesagt, ist ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil. Und in dieser Geschichte geht es quasi um Kate. Und Kate ist in den letzten 6 Jahren auf verschiedenen Schulen gewesen, außerhalb von Verity. Und Kate hat es geschafft, von jeder dieser 6 Schulen zu fliegen, denn Kate möchte einfach nur nach Hause. Sie möchte gerne nach Verity zurückkehren und an der Seite ihres Vaters leben. Sie möchte von ihrem Vater einfach nur respektiert werden und geliebt werden. Und ja, dadurch versucht Kate halt, sich von jeder Schule schmeißen zu lassen. Und sie scheint ihr Ziel jetzt letztendlich erreicht zu haben, denn ihr Vater holt sie zurück nach Hause, nach Verity. Und dort darf sie auf eine ganz normale Schule gehen. Ja, Kate trifft dann auf diese Schule auf Frederick, aka August. Und August gehört eigentlich zur verfeindeten Seite von Verity, denn diese Stadt ist gespalten in Nord und Süd. Und in Nord herrscht der Vater von Kate quasi über die Stadt. Und im Süden herrscht der Vater von August über die Stadt. Und ja, August wurde halt in die Schule eingeschleust, um Kate halt zu beschatten und zu beobachten. Er soll sich mit ihr anfreunden und halt ein bisschen was über sie erfahren, um halt einfach zu schauen, was ist sie für ein Mensch und wie ist sie so drauf und ja, ist sie vielleicht noch nützlich für die verfeindete Seite. Und ja, Kate und August lernen sich dann halt auf dieser Schule kennen und befreunden sich tatsächlich an und eines Tages passiert etwas und die beiden müssen fliehen. Und ja, was die beiden dann alles so erleben und was da dahinter steckt, zu dem, was passiert ist, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Es gibt noch eine Besonderheit an dieser Situation, denn August ist kein Mensch, er ist ein Sunai, er ist ein Monster, geschaffen aus den bösen Taten der Menschen. Und es gibt in dieser Welt verschiedene Arten von Monstern. Es gibt ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Nee, nicht Kalamanai, das war was anderes. Das gehört zu das Reich der 7 Höfe. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie sie heißen. Es gibt die Malachai, die Sunai und die... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir diese dritte Gattung, die es von Monstern gibt, immer nicht gemerkt. Ich habe mir das auch in meinem Video schon zu Rezi nicht gemerken können. Auf jeden Fall ist es wurscht. Also es gibt auf jeden Fall diese 3 Arten. Und die erste Art, die ich gerade nicht mehr weiß, die entsteht immer
wenn Menschen eine böse Tat begehen, zum Beispiel jemanden verprügeln oder so, dann entstehen diese Monster und diese Monster sind aber nur Schatten und keine richtigen Wesen, sondern eher so Schattengestalten. Dann gibt es die Malachai, die entstehen als Schatten deiner selbst quasi aus einer richtig bösen Tat, wenn du jemanden umbringst zum Beispiel. Und die Sunai entstehen aus einer richtig, richtig schlimmen Tat, zum Beispiel einem Massenselbstmord oder einem Attentat auf eine Schule oder sowas. Also wenn das wirklich richtig schlimm ist, dann entsteht ein Sunai. Und die Sunai sehen aus optisch wie Menschen und haben aber auch noch so ein Monster-Ich quasi. Also sie können ihr Aussehen, also was das betrifft, auch noch verändern. August ist halt so ein Sunai, eins von diesen Monstern. Und August möchte aber eigentlich einfach nur normal sein. Und das ist halt auch noch so ein Aspekt in dieser Geschichte, der sehr, sehr interessant ist. Und ja, was August und Kate dann alles so erleben, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich kann nur sagen, dass dieses Buch mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr Bock auf so eine Geschichte habt und wenn ihr nochmal nähere Infos zum Buch wollt, dann schaut in meinem Video dazu vorbei. Da habe ich auch auf jeden Fall eine Leseprobe mit hochgeladen von den ersten 30 Seiten. Da könnt ihr auch mal reinhören, wie diese Geschichte so ist. Drei Bücher haben wir noch. Dann habe ich gelesen den zweiten Teil von Constellation in ferne Welten von Claudia Gray. Ich habe ja den ersten Teil total gefeiert. Ich fand den ersten Teil mega gut. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine Science-Fiction-Jugendgeschichte. Und ich kann nur sagen, dass der zweite Teil dem ersten in nichts nachsteht. Ich kann euch hier zum Inhalt auch nichts verraten, denn der zweite Teil knüpft auch wieder genau an den ersten an. Es geht halt immer noch um Noemi und Abel, die versuchen, ihren Platz im Leben quasi zu finden und in dieser Welt, in dieser Galaxie. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil auch wieder richtig gut gefallen hat. Ich fand es ganz, ganz toll, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Ich fand die Entwicklung, die unsere Charaktere in diesem Buch durchgemacht haben, wahnsinnig gut. Ich fand das Setting wieder wahnsinnig, wahnsinnig toll. Claudia Gray schafft es mir, hier ganz, ganz tolle Bilder in den Kopf zu pflanzen und das alles auch so zu erklären mit Metaphern und Vergleichen, dass ich das auch verstehe, dass ich auch weiß, wie diese Welten aussehen. Und das hat mir richtig gut gefallen und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder diese Geschichte zu lesen. Ich kann nur sagen, dass Constellation in ferne Welten eine wirklich tolle Fortsetzung zum ersten Teil war. Und der zweite Teil hat so einen mega fiesen Cliffhanger, dass ich gedacht habe, so, nein, jetzt muss ich auf den dritten Teil warten. Verdammt, verdammt, verdammt. Und ja, ich kann zu diesem Buch wirklich nicht viel sagen, außer es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich kann euch den ersten Teil auch einfach nur empfehlen, euch den mal anzugucken und da mal reinzulesen. Ich liebe, liebe, liebe Constellation und ja, bin auf den dritten Teil jetzt ultra gespannt. Und ja, empfehle euch dieses Buch auf jeden Fall. Lest Constellation. Es ist eine sehr, sehr tolle Geschichte, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ja, ich liebe Science-Fiction-Jugendgeschichten und Constellation ist definitiv auch eine von denen, die mir sehr gut gefallen haben. Nicht wie andere. Es gab andere Geschichten, die mir nicht so gut gefallen haben, was das Worldbuilding gerade betrifft und naja, andere Dinge. Lassen wir das. Aber Constellation ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mir, was das betrifft, sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Schaut euch diese Reihe auf jeden Fall mal an. Ihr verpasst uns wirklich was, wenn ihr gerne Science-Fiction-Jugendbücher liest. Kommen wir jetzt zu meinem vorletzten Buch und dieses Buch war auch wieder so, oh, es war so toll. Es war eine so tolle Geschichte. Und zwar habe ich gelesen den zweiten Teil von Redwood Love. Es beginnt mit einem Kuss von Kelly Moran und es war wieder so, so toll. Es hat zum einen sehr, sehr viel Spaß gemacht, in die Welt von Redwood und den O'Grady-Brüdern zurückzukehren und das alles nochmal so zu sehen und zu erleben und zu lesen. Das hat auf jeden Fall das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ich kann auch sagen, dass mir der zweite Teil noch ein bisschen besser gefallen hat wie der erste. Ganz einfach, weil ich die Charaktere hier so feiere. Ich finde, Flynn und Gabby sind so tolle, süße Charaktere und die passen so gut zusammen. Die spielen so gut, die greifen so richtig ineinander und das hat mir so gut gefallen und es hat so viel Spaß gemacht zu lesen. In dieser Geschichte geht es um den mittleren der Brüder, es geht um Flynn und Flynn ist taub und Flynn hat dadurch so ein bisschen Probleme immer, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und das ist aber immer vergessen, wenn Gabby da ist, denn Gabby ist seine beste Freundin schon seit der Grundschule und Gabby hat damals nur für ihn die Gebärdensprache gelernt, um sich halt einfach mit ihm unterhalten zu können und ja, Gabby übersetzt halt auch jetzt immer noch für ihn in Gebärdensprache, dass er halt da keine Schwierigkeiten mit der Kommunikation hat. Und Gabby arbeitet als Tierarzthelferin in der Tierarztpraxis und ist quasi seine Assistentin. Und die beiden fahren auch immer zusammen auf die Außeneinsätze und auf die Bauernhöfe und kümmern sich da zusammen drum. Und ja, die beiden sind halt ein Dreamteam und beste Freunde. Und eines Tages ist es so, dass Gabby auf einem Date ziemlich Mist erlebt. Und ja, Flynn ist da und fängt sie auf. Und dieser Abend ist quasi der Beginn von einer Veränderung in ihrer Freundschaft, denn Flynn stellt fest, dass er mehr von Gabby möchte als Freundschaft, aber er hat diesen Gedanken bisher immer verdrängt, weil er Angst hatte, sich schlussendlich zu verlieren, wenn das mit einer Beziehung schief gehen würde. Und ja, was mit den beiden dann schlussendlich alles passiert, das ist es, worum es im zweiten Teil
Detail von Redwood Love geht. Ich kann nur sagen, dass das Buch mir richtig gut gefallen hat. Tolle Charaktere, ein tolles Setting, eine tolle Geschichte. Ich habe auch hier ein Tränchen verdrücken müssen, denn hier passiert etwas ganz, ganz Schlimmes mit Hunden. Das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal als Warnung geben. Ja, alle Hundebesitzer da draußen, haltet die Taschentücher bereit, es wird schlimm. Und ja, es ist einfach eine wahnsinnig tolle, gefühlvolle, naturverbundene Geschichte aus dem Leben. Es ist, bei dieser Reihe ist es so, man braucht nicht übermäßig viel Drama in dieser Geschichte, dass diese Geschichte einfach toll ist und dass man dran bleibt zum Lesen, weil einfach die Charaktere so toll sind und das Ganze drum und dran einfach so toll ist. Und ich liebe den zweiten Teil von Redwood Love einfach und kann euch diese Reihe, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Ich freue mich jetzt auf den dritten Teil und bin da schon sehr, sehr gespannt drauf, was es mit dem Ältesten der Brüder auf sich hat. Und man weiß ja schon quasi, wer der Love Interest von ihm ist. Und ja, mal schauen, was da so passiert. Das Buch kommt ja jetzt auch Ende Oktober raus. Und ja, ich werde euch dann natürlich auch berichten, wie mir der dritte Teil gefallen hat. Aber bei dem zweiten kann ich euch definitiv nur sagen, lest dieses Buch. Damit wären wir beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Ich merke, dass mir auch so langsam gerade die Luft ausgeht und ich gerade nicht mehr sitzen kann. Mein Popo tut weh und meine Hüfte irgendwie auch. Es ist nichts, wenn man alt wird, ich sage es euch. So, ja, kommen wir aber zu meinem Buch, was ich noch gelesen habe im September. Und zwar war das Wicked von Jennifer L. Armentrout. Und ihr wisst, ich liebe Jennifer L. Armentrout. Ich liebe ihre Geschichten. Ich liebe die Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt, einfach sehr. Sie trifft auf jeden Fall 100% meinen Geschmack und so war es auch wieder bei Wicked. Wicked ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich bin so gespannt, wie es mit dieser Geschichte weitergeht. Ich freue mich da schon wahnsinnig auf den zweiten Teil, wenn der dann rauskommt. Und ja, an dieser Stelle möchte ich auch einfach einmal nochmal mit erwähnen, dass Wicked kein Jugendbuch ist. Dieses Buch ist eine Urban-Fantasy-Geschichte für Erwachsene. Es kommen erotische Szenen in dieser Geschichte mit drin vor. Also ich persönlich würde sagen, ab 16... andere sagen vielleicht schon so ab 14, je nachdem, wie halt auch der Mensch ist, sag ich mal, und wie reif er von der Entwicklung auch ist, ne? Aber es ist definitiv kein Jugendbuch, das möchte ich an dieser Stelle einfach einmal erwähnt haben, weil ich finde, von der Optik her könnte es ein Jugendbuch sein. Es verkauft sich so wahrscheinlich auch besser, aber ja, lassen wir das Thema. Es ist definitiv kein Jugendbuch, sondern eine Erwachsenen-Fantasy-Geschichte und Muttis, passt auf eure Kinder auf. Es gibt erotische Szenen in diesem Buch und ich finde, 12-jährige Mädchen müssen das noch nicht lesen. Und ja, so wie zu dem Thema, auf jeden Fall hat mir Wicked sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Charaktere toll, ich fand das Setting toll. Ich fand, wie Jennifer Armentrout diese Geschichte erzählt hat, wieder toll. Wie gesagt, ich fand den Verlauf richtig gut und ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. In diesem Buch geht es um Ivy und Ivy wohnt in New Orleans und studiert dort auch und arbeitet heimlich nachts für eine Gilde, die Face jagt. Und Ivy hat etwas ganz, ganz Besonderes an sich, denn sie ist immun gegen den Glanz der Fae. Also die Fae können sie nicht täuschen, so wie sie es mit uns anderen Menschen machen können. Und ja, dadurch hat Ivy halt eine besondere Gabe und lebt in dieser Gilde und hilft halt, diese Fae zu vernichten. Die Fae sind vor ganz, 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 ganz vielen Jahren durch Tore der Underwelt in unsere Welt gekommen. Die Gilden haben es geschafft, diese Tore zu verschließen, sodass keine neuen Fae mehr hierher kommen können. Aber die Fae, die halt hier sind, müssen halt vernichtet werden. So, das ist das Grundprinzip in dieser Geschichte. Und ja, wir lernen Ivy kennen und Ivy, wie gesagt, gehört zu einer Gilde und arbeitet halt nachts in New Orleans und sucht halt die Fae. Die Fae sind halt so nachtaktive Jäger, sage ich jetzt mal. Sie benutzen Menschen, saugen diese dann aus, saugen quasi den Lebenswillen aus den Menschen heraus und nähern sich davon denen. Und ja, eines Nachts auf Patrouille passiert etwas und Ivy begegnet einem Fae, der ganz, ganz anders ist wie andere Fae und ja, wird dabei auch schwer verletzt und sie schafft es dann gerade so, sich zurückzuschleppen zu ihrer Gilde, zum Hauptquartier und dort taucht dann auf einmal ein Typ auf. Er sieht unglaublich gut aus, das kriegt Ivy in ihrem Drahn noch so mit und ja, Ivy kennt diesen Typen nicht und es stellt sich dann später heraus, dass dieser Typ Ren heißt und von einer anderen Gilde zu ihnen versetzt wurde und eine spezielle Mission hat. Und was das für eine Mission ist und ob Ivy Ren wirklich trauen kann, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und natürlich muss Ivy herausfinden, was es mit diesem Fae auf sich hat. Und ja, mehr kann ich zum Inhalt auch nicht verraten. Ich möchte der Geschichte auch einfach nicht so viel vorwegnehmen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, wundervolle Geschichte. Es gibt hier einen Nebencharakter, den liebe ich, ne? Also wer von euch die Dark Elements Reihe kennt, der kennt Bambi und Klopfer und Robin. Und es gibt auch in diesem Buch wieder so einen tollen, süßen Nebencharakter. Und das ist ein Brownie und der heißt Tink. Und ja, was es mit dem Brownie auf sich hat, das möchte ich an dieser Stelle auch nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass mir dieser Charakter wirklich, wirklich, wirklich gut gefällt und ich liebe, liebe, liebe den jetzt schon. Und ja, mehr kann ich zu Wicked auch nicht sagen, außer dass es eine richtig, richtig coole Geschichte gewesen ist. Ich mich auf den zweiten Teil freue und ja, es ist Jennifer L. Armentrout, meine Queen. Was soll ich sagen?
I love it. Dieses Video ist jetzt wahrscheinlich wieder ultra lang geworden, obwohl ich mich kurz fassen wollte. Aber naja, gut. So what? So ist das nun mal. Das war mein Lesemonat vom September. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und sorry für dieses lange Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.